wurde schon von hinten für eine Frau gehalten. Dann hieß es tatsächlich auf irgendeiner Party mal, boah, Alter, hast du diese Frau mit diesem hässlichen Arsch gesehen? Das heißt ja, Bernhard die Partyfalle. Wir stehen am Rhein in der für mich als Kölner verbotenen Stadt, aber ich muss gestehen, es ist sehr, sehr schön hier. Aha. Und ja, Basti und Bernhard von Cajón. Das ist eine Ecke, wo ihr früher auch rumgehangen habt hier, ne? Alter, auf jeden Fall. Da drüben sind wir zur Schule gegangen und damals, da ist dann heute keine Schule. Ganz lange her. In den Freistunden haben wir dann immer... Haben wir schön ein paar Bierchen. Ja, mal wie es Pushkin genau. Red oder so. Freistunden sind aber schon die Stunden, die man einfach geschwänzt hat, weil man sich mit 18 selber eine Entschuldigung schreiben konnte, oder? Nee. Das war schon ein Schulgottesdienst, an dem man geschwänzt hat. Ne? Geht weiter zur Schule übrigens. Auf jeden Fall. Und zum Gottesdienst. Sagt Nein zu Drogen. Sonst wird das aus euch und das wollt ihr wirklich nicht. Red. Eine Tour habt ihr hinter euch. Ich glaube, wir hatten noch keine Tour, wo die Leute so extrem laut mitgesungen haben. Das war schon vor allen Dingen die neuen Sachen. Ich hatte das Gefühl, die neuen Sachen kamen irgendwie noch besser an als die alten so. Das war schon echt oberfett, so richtig geil. Ich war leider die ganze Zeit krank. Einmal Mikro getragen und dann, ich hab mein Equipment reingewemst, ne? Und dann heulen, weil so ein bisschen die Stimme belegt ist. Du trägst dein Mikro noch selber? Nein. Wie ein gewöhnlicher Musiker. ja, Wir sind Angst. Ein Titel, wie er zum Release, also Zeitpunkt passender nicht hätte sein können. War das Intention? Na klar. Also... grundsätzlich ist das Album ja eigentlich nur eine wirkliche Zusammenfassung unserer Gefühlswelt. Das, was wir in den letzten 2-3 Jahren so halt wirklich mitgenommen haben, das hat sich ja schon bei Blitzkreuz ganz gut abgezeichnet. Diese ganze Wut, die sich in uns aufgebaut hat, ist halt, haben wir in diesem Album entladen, würde ich mal so sagen. Je schlimmer die Zeiten werden, desto seichter wird das ganze Musik-Umwelt-Ding so halt irgendwie. Ich habe da damals mitbekommen, ihr habt auf Facebook was gepostet, was so ein bisschen anti-Pegida ging und war dann wirklich entsetzt von Reaktionen einiger Leute darunter. Das war ultra krass. Also ich meine, also es war nicht ein bisschen Anti-Pegida, sondern extrem. Wir finden, das ist einfach rechter Scheiß. Was heißt, wir finden das? Das ist rechter Scheiß. Wir waren auch eigentlich am Anfang ein bisschen schockiert darüber, wie viele Leute halt wirklich so gesagt haben, so ey, das ist, ab jetzt höre ich kein Cajón mehr. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh. Oder wir sind froh darüber, ja, dass ey, jeder, der sowas unterstützt, so soll nicht unsere Musik hören. Ich glaube, dass... Kunst allgemein immer dann am besten ist, wenn sie authentisch ist. Es war uns ja nicht nur, sag ich mal, ein intellektuelles Bedürfnis, sondern es war ja eine sehr emotionale Sache für uns auch. So, uns war das einfach wichtig, diese Dinge, die jetzt in der Gesellschaft passieren, halt irgendwie anzusprechen und zu sagen, boah Leute, das ist doch, hier läuft doch was falsch, das ist doch Bullshit, wie das jetzt gerade ist. So. Wir sind ja keine Typen, die sagen, man darf sich nicht gut fühlen. So, wir fühlen uns, wir wollen uns ja auch gut fühlen. So. Nun, das Ding ist, das ist halt nicht alles. So. Und ich glaube schon, dass das Album auch eine Reaktion darauf ist, auf dieses Einlullende, auf dieses sich, weißt du, so nur auf so eine Inselmentalität zurückziehen und die Nachrichten gucken wie ein Spielfilm, weißt du so. Ja. Dass das aber quasi in der Welt wirklich passiert, das ist ein Schritt, den muss man im Kopf machen so. Und das war uns halt sehr wichtig, dass wir das halt auch irgendwie im krassen Gegensatz zu so einer Art von Musik, sag ich mal, einfach da eine andere Position zu beziehen. Es kommt eine Tour-DVD. Sind da jetzt alle Städte mitgefilmt worden? Ist das so ein Highlighting oder ist das ein spezifischer Gig, um mal so anzufangen? Also eigentlich ist es nur ein spezifischer Gig. Wir haben in Köln im E-Werk unsere Live-DVD aufgenommen mit ungefähr 7 Milliarden Kameras und es ist... Wir glauben, es wird oberfett. Jetzt gerade wird geschnitten. Und es war ein ultra fettes Konzert. Wirklich, das war eins unserer besten Konzerte unseres Lebens, würde man sagen. Wir haben natürlich auf der gesamten Tour immer noch mit unseren eigenen Kameras und Handys gefilmt. So. Mal gucken, vielleicht kommt da auch noch was auf die DVD. Aber das wird das Beste, Mann. Ja. Ich wollte gerade sagen, also die Specials sind ja eigentlich das Interessante, oder? Ich habe gehört, die Outtakes sind auch bei Rock-Invasion immer das Beste. Ja, das ist immer gern genommen. Aber das Ding kommt auch auf Blu-ray, oder? Ja, ey. Ich meine, weil DVD. Das Ding gesagt, kommt nur auf VHS. Nur VHS. Wir sind Angst in der limitierten Edition mit Blitzkreuzkette, entweder als CD oder Colored Vinyl LP plus CD, aber nicht als VHS. So wie andere Cajón-Alben, Shirts, Hoodies und Armbänder gibt es natürlich bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung.